Betrachte das als deine DedSec-Taufe, Retro. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist es, Blooms Sicherheitstüren zu umgehen und reinzukommen und dann dein persönliches CTOS-Profil zu finden und zu löschen. Was sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Hoffe, sie gefällt dir. Ja, die Playlist könnt ihr direkt mal vergessen wegen YouTube. Moment. Um Einstellungen, Audio. Gefällt mir halt überhaupt nicht, dass man nicht den Charakter aus dem ersten Teil spielt. Gefällt mir halt gar nicht. Die Lautstärke direkt auf 0, Gesamtlautstärke auf 100%. Ein bisschen lauter machen. Warte mal, habe ich das jetzt wirklich eingestellt oder habe ich wieder vergessen? Sprache, aus, ah ja, was? Na dann, schauen wir mal. Und den ersten Charakter irgendwie besser. Nicht cooler, die Story. Aber besser. Die Bewegung und so ist schon ein bisschen besser. Ja. Da geht's jetzt mit X und nicht mit Q. Oh, lol. Die Waffe kann ich wieder nicht einsammeln. Holy shit. Ah, mit Q drückt. Gott, die Steuerung ist völlig anders. Was ist denn für eine krasse, Bombe? Kannst du jetzt mal die Waffe wegstecken? Ich habe am ersten Tag schon so lange gebraucht. Echt jetzt? Ist aber schon mal schneller. Ah, gut, zur Schule gegangen. Ja, okay, aber... Achso, ich muss da runter, oder wie? Okay.
keine krasse Story. Seine Eltern sind nicht, seine Nichte ist nicht gestorben. Echt jetzt? Okay. Digga, das ist ein Taser. Das ist nicht dein Ernst. Sind wir jetzt hier auf Windelweich oder? Mit dem zweiten Teil. Echt jetzt? Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Und sag nicht, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, keine Ausflüchte. Eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens oder Videospiele. Es ist nicht bloß ein Alien, es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Head? Oh Gott, oh Gott! Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Was drücke V, um mit Hack einzuschalten? Okay. Scheiße. Jetzt muss ich das bei jeder Tür machen. Was wisst ihr über ihn? Er ist in Oakland aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DedSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Auf die... Oh. Ah. Ich glaube, er ist da lang. Ah! Ah! Mist, ich brauch Deckung! Er ist verwundet!
Verstärkung! Ich brauche Deckung! Verstärkung jetzt! Ich gehe in Deckung! Verstärkung! Brauche Verstärkung! Suche Deckung! Suche Deckung! Ich brauche Hilfe! Schon mal gemacht. CTOS hat ihn als Hauptverdächtigen in einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS prädiktiven Algorithmen. Aber einmal im System... Immer im System. Ach du Scheiße. Er hat's gemacht? Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Mein Respekt hat er. Der gibt echt alles. Als hätte man den geheimen Q-Level gefunden. Von der Freude. Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Das ist doch Bullshit! Ich könnte natürlich auch...
Facebook oder? Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom, wir sind noch nicht fertig miteinander. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Hey Lately, was geht? Moment mal. Jetzt. Das ist natürlich cooler. Auf mein Zeichen. Das war eine schnelle Antwort. Ja, gestern habe ich es leider verpasst. Bei Gabel. Heute bin ich auf Zack. Jetzt wieder raus. Feins, oder? Sie machen alles nur noch schlimmer! Sieh mir einen anderen Bereich an. Wie geht's, wie steht's? Oh, geht's mit alles steht zu Dexter, ne? Also im Alter sein, hab ich gehört. Mal weiter runterklettern können. Gesessen. Warum sollte ich jetzt hier rein? Ergibt keinen Sinn. Ist Watch Dogs ein gutes Spiel? Hab davon immer nur gehört, aber nicht selber gespielt. Den ersten Teil habe ich gespielt, der war sehr, sehr gut. Also von der Story her mega gut. Kann man wirklich gut spielen. Der zweite Teil habe ich jetzt gerade angefangen. Weiß ich nicht. Ich bin leider enttäuscht, dass man nicht den Charakter aus Teil 1 spielt. Wäre natürlich besser gewesen, hätte mir besser gefallen. Oh mein Gott, scheiße, alle sind tot! Im zweiten Teil, wie gesagt, habe ich jetzt gerade erst angefangen. Ja, schon mal die erste Enttäuschung war halt einfach, ja. Wenn man nicht den Charakter spielt direkt, der im ersten Teil war. Da habe ich nicht so eine coole Story gehabt, also wirklich eine geile Story. Und zwar, ah, da hätte ich eine gemacht. Okay. Der hatte so eine geile Story, von wegen, die Nichte von dem einen Typen wurde getötet und er hat dann einfach angefangen, einen nach dem anderen wegzunehmen. Ja, die damit zu tun hatten und so. Sofort stehen bleiben! War schon gut. Und hier. Jetzt. Wo zur Hölle geht's hin? 19 Minuten. Das geht nur um. Ja, er wollte jetzt sein Profil bei Fick Dings löschen. Dich, Blum. Mehr ging nicht. Mal gucken. Gucken, wie es weitergeht. 2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Fast wie GTA, mit ein paar hundert Zeilen Code Ampeln konnten Hacker die zentralen kannst. Server also so kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Aber Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein.
Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko. Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Oho. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Frethouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Die hat echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother. Alles in einem. Hä? Es sieht alles, was du tust, und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Ah. Also, was machen wir jetzt? Vorschlagheber oder Feuer? Nein. Vorschlagheber und Feuer! All diese Daten an einem Ort heißt, die lehnen deinen Scheißantrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Fuck. Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung? Die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Hey Bro, hast du das hinbekommen mit dem Bildschirm? Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen, was Blum vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Das ist ein Fehler von Watch Dogs 2. Ich hab ne Backdoor installiert, aber wir einfach nur durchgehen. Den haben sie schon oft gehabt. Ich hab nur einmal kurz gegoogelt, dann war es eigentlich weg. Moment, du hast... Was? Ne Backdoor installiert. Da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Mann, ich bin der loste Typ einfach. Hey, Mann. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut, schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du... Kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Fuck. Doch mal. Fick dich, Blum. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben. Hat gerade nicht sein Handy weggeworfen? Fernsteuergeschwindigkeitsgut ist in Drohnenrennen. Ah ja, hilfreich.
ja, man kann ja Drohnen und so. Oh. Bisschen kaputt, der Joker. Hallo? Was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Okay. Digga, ich wäre völlig fertig, wenn ich auf dem Boden schlafen würde. Ja, wessen Wohnung ist das? Und das ist natürlich nice. Oder würde ich auch nicht auf dem Boden schlafen? Verdammt, Schätze, ich war dicht. Wie eine Strandhaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und okay. Du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas. Nuddle Maps? Echt jetzt? A Director's Cut. Neue Inhalte verfügbar. Was? Wo bin ich denn überhaupt? Ich sehe mich ja gar nicht auf der Map. Doch, da. Da ist Klamottenladen. Weiterladen. Ja. So weit weg? Warum? Okay. Oh, ein kleiner Laden. Holy shit. Ich will nicht per Schnellreiter rum. Ich will erstmal ein bisschen fahren hier. Was können wir da machen hier? Reinigen, die nach hinten, wechsle die Kamera an. Okay. Alles okay, Mann. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Mein Leben fällt auseinander, Mann. Die Wände rücken näher. So schlimm ist das doch gar nicht. Ach, wirklich? Du musst dein Leben ja nicht leben. Die Scheißwände rücken näher. Hey! Fuck! Hey! Vollpfosten! Ja, die Autos sehen hier schon.